Feuerwehren sind gegen 21.31 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L288 Richtung Westerburg gerufen worden. Aktuell gibt es 3 Verletzte, davon ein junges Mädchen. Eine Person ist bei dem Verkehrsunfall leider tödlich verunglückt. Wie die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr angerückt sind, fand sich ein Fahrzeug auf der Straße, ein weiteres Fahrzeug mehrere Meter weiter hinten in der Böschung. Die Feuerwehren stellten den Brandschutz zum einen sichern, zum anderen wurde durch das hydraulische Rettungsgerät die Person aus dem verunfallten Fahrzeug befreit. Das weitere Fahrzeug im Gebüsch, da konnten die Fahrer sich so befreien. Aktuell ist die Feuerwehr noch hier, um den Brandschutz sicherzustellen und gegebenenfalls auslaufenden Betriebsstoff abzusichern. Von der Feuerwehr waren 82 Einsatzkräfte beteiligt, vom Roten Kreuz 20 und von der Polizei auch nochmal 20 Personen. Zusätzlich sind 2 Rettungshubschrauber, einmal der Rettungshubschrauber aus Gießen und aus Siegen hier vor Ort gewesen. Zudem der leitende Notarzt und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes. Aktuell befindet sich die L288 noch zu einer Vollsperrung. Die Unfallaufnahme durch die Polizei läuft aktuell noch. Hier werden noch ungefähr 3 bis 4 Stunden eingerechnet, bis die Strecke wieder vollständig freigegeben werden kann. Gutachter ist bestellt, warten auf Ankunft des Gutachters.